Hallo und wieder herzlich willkommen zum Let's Play von The Sims 4. Großstadtleben, Yukis Abenteuer. Yuki ist scheiß müde, weil ich sie nämlich jetzt gerade noch gezwungen habe, in der Aufnahmepause 2 Stunden lustige Videos anzuschauen. Und jetzt darfst du schlafen gehen. Ja, wir müssen halt dann mal gucken, wie ich dieses blöde selbstsichere Rede mache. Ich muss das dann irgendwie erstmal selbstsicher werden lassen. Ach, jetzt schreit meine Katze vor der Tür, die Ole Schnepf. Oh, wir gehen zur Arbeit. Dann kann ich mir nämlich den Schinken hoffentlich sparen. Oder auch nicht. Das muss ich wahrscheinlich trotzdem noch erledigen, was? Benutzen. Benutzen und Fragezeichen, ja. Das muss man nochmal machen. Und dann duschen. Lass mal duschen singen. Dann kann sich die wieder beschweren da drüben. Ja, jammer nicht immer rum und gepinkeln. Los. Oh, scheiße. Nein, du gehst jetzt bitte erstmal kurz duschen. Du stinkst nämlich wie ein Iltis. Hör auf, mit dem Klo zu reden. Hör auf, dir im Klo die Hände zu waschen. Bist du blöd? Die Frau. Ab in die Arbeit. Verringert die Arbeitsleistung, erhöht die Charisma und bietet die Möglichkeit, Schmuck selbst sicher zu erhalten. Na, dann machen wir doch das mal. Jetzt hab ich ja dann Glück. Ach, muss ich gar nicht mehr machen. Na, Halleluja. Überraschungsbesuch. Ja, das ist schön für mich. Ich bin aber nicht zu Hause, weil ich muss arbeiten, meine Herren. Schade, dass ich nicht entscheiden kann, welche Bilder ich teile, weil das wäre lustig, wenn sie die Bilder teilen würde, die sie da als Safe gemacht hat. Yay. Wie lange braucht ihr denn, um Bild zu posten? Ah ja, okay. Gut, dann schauen wir mal. Die müssen was essen hier. Ich hab doch da noch irgendwas drin, oder? Frühstück's einmal. Ah ja, super. Ich hatte in meinem Inventar anscheinend Ding. Zukunftswürfel von dunklen Prognosen. Wo habe ich denn den Schwachsinn her? Abendessen servieren. Sollen wir nochmal ein Brathähnchen probieren? Gebratenes Tofuhühnchen. Oh, ein super Foodsalat. So. Aha, der Mann von der Nachbarin, der mag mich. Nur die Nachbarin mag mich nicht. Jump, jump! Oh Gott.
bitte schon so einen Prognosewürfel? Nach irgendeinem Ding. Kein Mensch. Jo, kannst du machen. Aber ich bin müde, also sag's dir schon mal vorab. Diesmal habe ich es aber nicht in meinem Dings dabei. nein. Hoffentlich gibt das jetzt kein Minus. Sweat. Das gibt ein Minus. Du blöde Kuh. Crane. Ja, ist ja Schwachsinn, wenn ich für die alte Wohnung immer noch Ding hab. Hier, ich gebe dir meinen aktuellen Wohnungsschlüssel. Bringt nämlich nichts, wenn du den für die alte Wohnung hast, wo du eh nicht mehr rein kannst. Dann muss ich ihn mit da und die Tür aufmachen. Also ich habe dir gerade den Wohnungsschlüssel abgenommen und jetzt möchte ich dir einen anderen geben, weil, you know what I mean. Das ist auch ein bisschen Schwachsinn, aber hey. Brett, no quit. Spoon Biff, Yadaboo. Olin. Snow Bay Fleezer. Pippita. Einladen, über Nacht zu bleiben. Smishy LaFana. Flanibi. Jessene. Vipepto. Ugum. Ibarra Wig. Ah. Woga, Funny. Ja, Hupute, ich muss dich jetzt aber leider darauf hinweisen, dass ich duschen muss und schlafen, weil sonst, aber du kannst eigentlich schon hier über Nacht bleiben, weil wir haben zwei Betten, wenn du willst, aber ich glaube, das wäre Blödsinn, deswegen gute Nacht. Mach einfach, was dir Spaß macht noch und ich gehe dann dabei schlafen, okay? Kein Thema. Ah, er spielt sogar ab für mich. Ist das nicht nett? Na, es hilft nichts, wenn die dann wieder arbeiten muss und ist hundsmüde und jetzt hat sie auch nur wieder keinen Spaß. Es ist echt anstrengend mit der. Öffnen und dann mach mal. Essen wir das. Ja, gute Nacht, Hokuto. Und machen nebenbei. Kanal schauen. Comedy, so. Ah. Huh. Danach mach mal. Vor allen Dingen, sie hat sich vorher versucht, die Hände am Klo zu waschen. Das ist voll ekelhaft übrigens. Nutzen, duschen. Und dann können wir in die Arbeit gehen. Dann sollten wir mal irgendwann wieder eine Gruppe gründen. Talkshow. Ich weiß nicht, wer der Vater ist. Oh mein Gott. Ah nein, das ist ein Comedian-Programm. Pardon. Damals habe ich dann herausgefunden, dass ich eigentlich eine Frau bin. Hör auf, Fernsehen zu gucken, du dumme Henne. Jetzt wasch doch nicht immer 3 Stunden die Hände, wenn du eh duscht. Nee, ich muss mir die Hände vorher 5-mal waschen, weil ich danach eh dusche. Ich weiß ja nicht, was die macht, aber...
Manchmal betreibt es das ein bisschen. Aha, die Briefträgerin. Ich hoffe, die hat sich auch die Hände gewaschen, die alte Pipi-Frau. Wie oft? Die kriegen auch so oft Rechnungen. Was tun die denn dauernd? Habe ich eigentlich meine Kaution von der anderen Wohnung zurückbekommen? Ich glaube nämlich nicht. Ja, wow. 49 Simoleons dafür, dass du einen Teller gespült hast. Du bist der faulste Putzmann überhaupt. Aha, da drüben gibt Techtelmechtel. Die macht Techtelmechtel alleine. Er kommt raus mit dem Abfall, während sie da dran Techtelmechtel macht. Mir jetzt schon Sorgen machen. Ich gehe wieder, die hat da drin Pipi-Di-Poo. La 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 la. Seriously, du musst jetzt hier am Gang üben. La la la. Do re mi fa sol la ti do. Ich schlag den jetzt gleich. Di da bi di do ba di. Na warte, das kann ich auch. Sie ist wieder angespannt, weil sie liebestoll ist. Oh mein Gott. Seid ihr irgendwie irre oder so? Ich meine, es ist schön für euch, was ihr da macht, aber... Sich über mich beschweren und selber rumpiepen da drüben. Wie Freaks. Jetzt kommt sie. Jetzt steht sie an der Tür rum. Wartet, bis ich heimkomme, um mich zu nerven oder was? Supreme? Ugh. Ich bin Diwa. Der ist im Schlaf. Der Schweinemann. Ich bin Kundenbetreuerin geworden. Yay! Wir gucken mal nochmal. Städtischer Sender. Ja, warum nicht das? Was wollte ich jetzt gerade machen? Ach ja, jetzt weiß ich wieder. Ich wollte nachlesen. Yuki wurde befördert und ist jetzt Kundenbetreuerin. Sie verdient jetzt 85 Simoleons mehr pro Stunde. Sie hat zu dem folgenden Bonus erhalten: 1700 Simoleons. Sim überzeugend zu lächeln, zu schimpfen, rumzualbern, zu flirten, ein Waschbärenkostüm zu tragen. Okay. Ihre nächste Schicht beginnt am Freitag um 8 Uhr. Wieso sollte ich jetzt genau Leute überreden, ein Waschbärenkostüm zu tragen? Ich meine, okay, ich kann das jetzt, aber warum? Warum sollte ich das können? Das ist irgendwie komisch, aber okay, gut zu wissen. Ja. Lass das mal jetzt hier und mach deinen Journalisten-Mist. Die steht da echt die ganze Zeit drunten und nervt mich, oder? Die alte Kuh jetzt da. Oder versucht mich zu nerven, je nachdem. Wir könnten mal mit meinen Mädels ins Fitnessstudio gehen. Das können wir jetzt gleich machen, so. Wenn sie jetzt gepimpelt hat. Gepipidiput. What the fuck hat das Klo mit mir gemacht, dass sie energiegeladen ist? Ew. Kannst du mal bitte duschen? Alte Sau. Durchgeknetet. Eine Massage wirkt belebend, ganz egal, wo man sie erhält. Okay. Das ist ekelhaft. Just saying.
Ja, das ist super. Warum auch nicht, ne? So eine Massage am Ameisenhaufen ist doch wirklich super. Nicht? Ich gehe mit meinen Mädels dahin. So. Machen Frauentag in Fitness City. Allein trainieren macht eh keinen Spaß. Also warum nicht in der Gruppe? Auch wenn die wahrscheinlich wieder ganz Besonderes machen und gar keinen Bock auf den ganzen Kack. Oh, die Fahne ist cool. So. Oh, jetzt habe ich auch noch ein Gruppenoutfit an. Wow. Warum habe ich als einziger keine Sportkleidung an? Ja, das ist die andere Frage. Aber coole Aussicht beim Laufen. Gibt es hier auch oder Stockwerk? Basketball gibt es hier auch. Aber nichts zum Schwimmen oder was? Das ist doch blöd. Nö, nur Klo. Schade. Na gut. Zusammen ein energiegeladenes Training. Also ich renne jetzt nicht wirklich in... Okay, ich wollte gerade sagen. Raffi und... Wer ist das hier? Rebecca, was macht denn ihr da für Sachen? Du gehörst doch nicht zu unserer Gruppe. Monne ist hier und trainiert auch. Zuna ist auch hier. Die haben auch Evelyn. Malin. Dag, dag. Ja, weißt du, Raffi, ich muss mich vorbereiten, weil ich will ja heiraten und da muss ich durchdrehen jetzt, sonst passt es nicht in der Hochzeit. Ja, das sieht ganz komisch aus. Ich denke, die Leute, ich bin schwanger und der heiratet jetzt. Ich pfeife da. Was will denn jetzt dieser hässliche Heini hier überhaupt? Den hat keiner eingeladen. Don Lotario, du blöder Zipfelklatscher. Ah, der steht auf Raffi. Raffi denkt sich. Er will sie mit Gabe beeindrucken. Was ist das für ein Gejaul? Don Lotario, keiner redet mit dir. Du bist Müll, ja, richtig. Du bist Müll, Don Lotario. Mit dir wird auch keiner reden. Joffrey Landgrab. Können wir jetzt mal aufhören, mit Don Lotario zu reden? Der regt mich auf. Dankeschön. Oh Gott, die versucht da jetzt zu singen. Die machen mich wahnsinnig. Nein, ich will nicht mit irgendeinem Heini plaudern, der Jay heißt. So, so, Yumba! Pancake Toast nervt mich ja. Haha! Ist von aufs Maul geflogen. Was kommt davon, wenn man die Brille nicht aufhat, Frau Pancake? Schöne Aussicht. Ach nee, nicht schon. Achso, ich dachte, es kommt schon wieder so ein Notario. Hespa! Haha! Mamsi! Zimaste! Lumis! Ich hab mich vom Notario verprügelt. Zugarzo! Schurzo! So! Tibu! Schon wieder da! Sibuwam! Schieben ihr Bonds!
Olab. Yanafe Watini. Ihr könnt mich mal gern haben. Obane Unsa. Du da. Du da. Rivene Unkem Lamina. So, jetzt könnt ihr pinkeln. Zappen Quarza B. Chimre, Monsa Sani. Fimti Swipik, Skisna Bushi. Bimas. Aha. Oh Gott, der legt mich auf. Rondotani, such dir ein Hobby. Aber nicht mich. Malene! Yabba! Sharuna Zanis! Auntie has scuba! Nein! Ich geh jetzt nach Hause, ihr nervt mich. Ich brauch noch Spaß. Ja, trainier Kitsune. Die freut sich. So, so! Das ist auch ein Teenager-Mädchen, oder? Larga Zakuni. Sensen Gorge. So, Kitsune. So sehr bitten. Die macht mich wahnsinnig, die Frau. Also immer dieser blöde Don Lotario. Was will der denn? Der nervt. Den hätte ich mal ums Eck bringen sollen mit Kitsune, dann wäre er wenigstens weg gewesen. Dann fütte ich dem irgendwann mal Fisch. Oh, die Schweinenachbarn haben hier dieses Zeug in die Dingsi geschmissen, mitten auf dem Weg hin. Ja, müffelt ja nur euren Gang zu. Mir soll das jetzt egal sein. So, wir haben jetzt fleißig trainiert. Dann können wir... Das ist ja wohl kein Essen. Hä? Wo ist denn bitte... Wir essen einen Caesar-Salat, das reicht. Wo ist denn bitte Wasser? Ein schnelles Essen. Ja. Ne? Das ist doch ein bisschen Blödsinn. Jump, jump. Dann gucken wir uns eine Romanze an. Benutzen und Fragezeichen machen wir nochmal, weil es so schön war. Und dann gehen wir schlafen. Irgendwo in einem verlassenen Landhaus. Der Hausherr hat's mit dem Hausmädchen. Oh mein Gott. Lord Blanc muss wegziehen. Denn sie haben... Oh nein, er hat einen tragischen Autounfall. Wie konnte das nur passieren? Irgendjemand muss die Bremsleitung durchgeschnitten haben. Jetzt bist du der neue Erbe. Aber ich will nicht. Oh mein Gott, ich bin der Verantwortung nicht gewachsen. Was soll ich noch machen? Mein Haushalt geht unter. Ende. Okay. Super Film. Dr. Diary. Ich glaube, sie haben eine unheilbare Krankheit, die nennt sich Blasendrom. Oh mein Gott. Hier, ja, ich habe hier verschiedene Sachen aufgeschrieben und jetzt kriegen sie einen Elektroschock verpasst. Oh mein Gott. Na, ich glaube, das hat gar nichts geholfen. Ah, doch, sie sind geheilt. Olle. Serienlogik. Deswegen macht die Frau jetzt auch mit dem Arzt rum. Ich verstehe. Hör ja auf, dich immer mit dem Klo zu unterhalten, Mädel. Hör auf, in der Dusche zu singen, die Nachbarin regt sich wieder auf. Ich habe wieder eine Massage an meinem Pü-Pü bekommen. Jetzt hat sie wieder Hunger. Ich habe doch erst einen Salat gegessen. Heul doch nicht immer. Unglaublich, die Frau. Hat arme Ritter. Jetzt mal gucken, wir haben doch noch ein Ei hier drin, oder? Ob
die in der Arbeit auch was isst? Wenn nicht, haben wir ein Problem. Steh mal auf. Mal schnell Pipi. Oder auch nicht. Ja, schön unwohl. Da kann ich jetzt aber auch nicht helfen. Wenn es einfach in die Arbeit geht, ohne irgendwas zu machen. Was ich hier sage. Ah, die ist auf der Arbeit. Okay, cool. Da muss ich mir weniger Stress machen. So. Was Yuki in ihrer Arbeit so macht und ob sie den Tag gut übersteht und hundemüde wieder zurückkommt, sehen wir dann im nächsten Part. Vielen Dank fürs Zusehen. Über einen Daumen nach oben würde ich mich wieder sehr freuen. Und bis dahin, ciao, ciao.